In der dürftig entwickelten Region Bemwera leiden viele Kinder an mangelnder Hygiene oder schweren Krankheiten wie Malaria. Großes Leid verbreitet der HIV-Virus. Viele Eltern sterben an AIDS und lassen ihre Kinder als Waisen zurück. Dass Hilfe wirklich nützt, zeigt sich in einer anderen Region. Magoma, eigentlich nur 80 Kilometer entfernt, doch für Idis Vater unerreichbar. World Vision hat hier nach 15 schwierigen Jahren schon viel von dem erreicht, was wir in Bemwera noch schaffen müssen. Es gibt Moskitonetze und groß angelegte Impfkampagnen. Schwangere und Kleinkinder stehen im Fokus, denn die Säuglingssterblichkeit ist enorm. Von 1000 Babys sterben fast 100. Wichtig ist vor allem die Aufklärung über eine ausgewogene Ernährung. Denn viele Mütter wissen einfach nicht, dass satt nicht gleichbedeutend ist mit wohlgenährt. Zur Vorsorge gehören natürlich Impfungen. Bereits in den ersten 4 Lebenswochen bekommen die Babys eine Vierfachimpfung sowie eine Polio-Schluckimpfung. Der Grundstein für ein gesundes Leben. Bis zu 5 Kinder bekommt eine Frau im Durchschnitt. Und dank des verbesserten Gesundheitssystems haben sie eine gute Chance, gesund heranzuwachsen. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen. Wir sehen noch Bilder aus einer anderen Region in Afrika. Gar nicht so weit weg. Magoma, gerade eben gesehen. Und dort ist es schon viel fortschrittlicher. 15 Jahre seid ihr schon vor Ort. Eine lange Zeit jetzt für uns. Wir denken immer, das geht doch sicherlich ganz schnell, Hilfsarbeit zu leisten. Warum dieser lange Zeitraum? Wie lange seid ihr im Schnitt an einem Projekt dran? Die 15 Jahre, die 15 Jahre gelten. 15 Jahre ist unser Grundsatz. Und die 15 Jahre kann man, glaube ich, auch verstehen. Wir haben darüber geredet, ein Jahr Grundlage zu bauen, überhaupt so ein Projekt zu beginnen, ein Projektteam auszuwählen, mit der örtlichen Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und die Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung auch sicherzustellen. Dann brauchen wir mindestens 4 bis 5 Jahre, bis wir auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen haben. Also wir haben jetzt gerade gesehen, so eine Wasserversorgung mit viel lokaler Handarbeit, mit viel lokaler Mitarbeit. Das ist ein Projekt, das mindestens auch 3 bis 6 Monate dauert. Und wir wollen ja mehrere bauen. Und wir haben ja auch nicht so einen großen Bautrupp oder so viele Bohrgeräte, um dann parallel sehr viele Wasserversorgung bauen zu können. Wir wollen ja alles möglichst auch hier von den Kosten her klein halten. Ja, dann kommen die ganzen anderen Bereiche, über die wir reden. Und dann sind wir sicher schon bei 6 oder 7 Jahren, schon der Hälfte des Projektes. Und dann müssen wir uns über mehrere Jahre einfach auch überlegen, wie können wir jetzt diese Maßnahmen sicherstellen, dass sie auch noch nach dem Projektende weiterlaufen und wie können wir jetzt dafür sorgen, dass die Bevölkerung ein besseres Einkommen bekommt. Das sind dann die Maßnahmen, die auch über viele Jahre dauern. Auch in der Landwirtschaft. Ein Jahr mag gut sein, ein Jahr mag wieder Trockenheit kommen. Wir müssen mit allen möglichen anderen Einflüssen rechnen. So eine Innovation lässt sich nicht innerhalb von einer kurzen Zeit umsetzen. Und es ist ja auch wichtig, dass diese Trainingsmaßnahmen dann auch dazu führen, dass sich diese Projekte vor Ort selbst verbreiten. Wir können ja nicht Tausende von Bauern in bestimmten Sachen trainieren, sondern wir gehen da davon aus, dass diese Bauern, die wir trainiert haben, dann auch als Multiplikatoren wirken. Dass jemand, der dann sieht, ja, dass dieses Beispiel mit der Milchkuh oder das Beispiel mit der Kleinbewässerung funktioniert, das auch selbst anfängt und im Nachbardorf verbreitet. Und auch solche Prozesse brauchen natürlich mehrere Jahre. Ein Bauer wird nie etwas anfangen, von dem Erfolg nicht überzeugt ist. Das gilt für deutsche Bauern so wie für afrikanische Bauern. Da sind die sich völlig identisch in ihrer Haltung. Also braucht es wirklich mehrere Jahre, bis er überzeugt ist, bis er sowas selbst beginnen kann. Und wir haben natürlich auch ein ganz wichtiges Stichwort vielleicht, eine Qualitätskontrolle. Und gerade diese Maßnahmen, die wir eben beschrieben haben, die wirken nicht innerhalb von 6 Wochen, sondern die wirken über Jahre. Das heißt, in diesem Projektzyklen haben wir alle 5 Jahre messen wir dann den, im Englischen heißt es Impact, also die Wirkung unserer Maßnahmen und halten die dann auch statistisch fest und können dann auch sehen, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen. Zum Beispiel Tansania,
35% der Kinder sind unterernährt. Das hört sich erstmal jetzt ganz schlimm an, aber vor 5 Jahren waren es eben noch weit über 40%. Das heißt, wir sind auf einem guten Trend, sind aber weit davon entfernt, dass es jetzt optimal ist. Und so ähnlich ist es dann aber auch mit einer Wasserversorgung. Wir wissen dann, wie viel Prozent der Haushalte sind mit einem sicheren Zugang zu Wasser versorgt. Wir wissen, wie viele Kinder werden geimpft. Wir wissen, wie viele Kinder gehen zur Schule. Und unser Ziel ist, dass diese Indikatoren sich über die Zeit immer besser entwickeln. Ob wir dann auf den 100% am Ende landen, das ist nicht immer möglich. Das hängt dann auch von Gegebenheiten ab. Wenn zum Beispiel in Ländern wie Bangladesch dann eine Überschwemmung kommt, da wird natürlich auch viel wieder zunichte gemacht oder ein Hurricane oder ein Erdbeben. Krieg. Und Krieg, Bürgerkrieg, das sind ja auch Dinge, die bei uns eintreten können. Nur sind wir halt von unserer Gesellschaft und von unseren Strukturen in der Lage, das dann aufzufangen. Da gibt es Versicherungen, da gibt es dann von der Regierung alle möglichen Einrichtungen oder Zivilschutz, die dann einspringen. Das haben wir in Afrika natürlich nicht. Und dann wird es gleich existenziell. Also dann sterben wirklich Menschen, wie man die Bilder vielleicht noch aus Äthiopien im Kopf hat damals, über die große Dürre. Dann gibt es eben auch keine Reserven. Und da gibt es eben auch keine Möglichkeiten von der Regierung, dann die eigene Bevölkerung zu versorgen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schon auf der Dorfebene diese Strukturen bauen. Und wenn die Bauern dort lernen, auch ihre Erträge zum Beispiel besser zu lagern und besser vor Mäusen, Ratten und Ungeziefer zu schützen, hat man für diese kleine Fläche eine sehr, sehr große Wirkung. Aber damit haben wir natürlich nicht Tansania ernährt. Also selbst unsere regionalen Entwicklungsprojekte sind natürlich auch in ihrer Wirkung begrenzt. Also das dauert wirklich sehr lange, bis dann so ein ganzes Land sich entwickelt. Aber es gibt auch Beispiele dafür, dass sowas funktioniert.